Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Informationsvideo von Einstein in ULP. Das bin immer noch ich. Das ist mein Kumpel Albert, wenn auch in einer etwas anderen Ausführung. Und wir beide haben uns heute hier mal wieder zusammengefunden, um euch die neuesten Entwicklungen und heißesten Informationen zu Einstein in ULP zu präsentieren. Und wer sich jetzt bis dato schon gefragt hat, wo ist denn der rum? Normalerweise sieht es doch anders bei dem aus, habt ihr vollkommen recht. Aber besondere Aktionen erfordern auch schon mal besondere Maßnahmen und dementsprechend war das Ganze jetzt hier so dringend, dieses Infovideo quasi noch rauszuprügeln, dass ich jetzt einfach mal den Raum nehmen musste, in dem ich gerade war. Und das ist jetzt hier bei meinen Eltern in meinem richtig ursprünglichen Kinderschlafzimmer, für die, die es interessiert. Wie dem auch sei, es geht direkt mal los mit einem richtigen Kracher an Informationen. Wer den Titel halbwegs aufmerksam gelesen hat, der mag sich vielleicht denken, worum es geht. Livestream ist da ja doch relativ eindeutig, allerdings nicht vielleicht unbedingt die Art von Livestream, die ihr jetzt erwartet habt, dazu komme ich später noch. Sondern es geht darum, dass ich von dem Team von AllesGebenTV, die also auch eine eigene Website und auch einen eigenen Twitch-Channel haben, angesprochen worden bin, ob ich nicht Interesse hätte, an einem Showmatch teilzunehmen. Das ist wohl so eine Serie von Showmatches, die sie veranstalten. Und zwar Showmatches zwischen verschiedenen deutschen YouTubern, Streamern, Let's Playern, wie auch immer. Und das Ganze findet jetzt von meiner Warte aus, beziehungsweise mein Spiel findet morgen Abend schon statt, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, heute Abend, und zwar Samstag, 19. Oktober um 20 Uhr. Den Link zum Twitch-Channel, den werde ich euch natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung reinposten. Das heißt, da könnt ihr euch dann direkt drüber zum Channel durchhangeln. Das Ganze wird also einfach ein ganz normales Best of One, also ein Match, ein Sieger, ein Verlierer werden. Ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung, wer mein Gegner ist. Ich habe keine Ahnung, was er für ein Team zusammenstellen wird. Ich werde also hier mit ein paar altbekannten Gesichtern, dem Nöcki, dem Felix und dem Alex und den fünften Mann, muss ich mal noch ausfindig machen, einfach dann ein lustiges Spielchen hoffentlich dahin zaubern. Wahrscheinlich werden wir richtig aufs Gesicht bekommen. Aber selbst wenn, ist es auch egal. Es geht da ja, glaube ich, auch erstmal primär so ein bisschen um Spaß. Das heißt, wenn ihr morgen Abend nichts zu tun habt, dann schaltet doch einfach ein auf den Twitch-Channel von allesgeben.tv. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr auch mal sehen, wie Einstein in ULP so beim Live-Spielen quasi aussieht. Also wahrscheinlich werdet ihr mich nicht sehen, aber zumindest wie es aussieht, wenn ich dann wirklich auch mal live spiele mit einem 5er Premade-Team. Das war eigentlich schon Punkt Nummer 1. Punkt 2 geht in eine ähnliche Richtung. Auch hier fällt wieder das Wort live. Allerdings geht es jetzt erstmal um die Abonnenten Shoutcast. Da hat ja in den letzten Tagen, sprich eigentlich am Dienstag, wieder mal ein neuer stattgefunden. Erfreulicherweise war ja ein bisschen eingeschlafen. Auch mea culpa, muss ich da sagen. Aber jetzt haben wir das Ganze wieder so ein bisschen reaktiviert. Auch mit lustigen Aktionen am Anfang. Nämlich zum Beispiel den Teamnamen Auswahl Chat quasi, das heißt, da darf sich dann jedes Team erstmal seinen eigenen Namen auswählen, und so kam es dann zum Beispiel am Dienstag zum Match zwischen Team Dong Squad und den Skillless Scumbags, also wirklich grandiose Namen, die da verwendet wurden. Und das Besondere an diesem Shoutcast war ja schon mal, es war Nummer 25, was ja auch schon mal so eine Art kleines Jubiläum ist, also quasi der silberne Shoutcast war das. Und zusätzlich kam auch noch die Tatsache, dass ich nicht mehr mitgespielt habe. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber hat natürlich einen Hintergedanken, und zwar den, dass ich das Ganze nämlich dann jetzt auch mit meiner doch etwas verbesserten Hardware auch dann direkt live kommentieren kann. Es wird zwar nicht live gestreamt, auch dazu komme ich später, also ihr müsst bis zum Ende dranbleiben, um zu erfahren, worum es jetzt eigentlich geht. Aber ich kann das Ganze natürlich trotzdem im Spectator-Mode live kommentieren, also sprich direkt mit Fraps aufnehmen. Und das Ganze ist natürlich dann doch ein bisschen emotionaler, als wenn ich selber mitspiele, das heißt, da im Endeffekt dann beteiligt bin, und B, auch den Ausgang des Spiels zum Beispiel schon kenne. Das heißt, wer das Video noch nicht gesehen hat, ist eigentlich direkt hier vor, das heißt, könnte gar nicht verfehlen. Und wie gesagt, also ab sofort die Shoutcasts dann im Live-Commentary-Modus. Und ich hoffe, dass das der ganzen Sache nochmal eine gewisse spezielle Note mit dazu gibt. Dann auch direkt Punkt 3, wieder fällt das Wort live, erstaunlich, also irgendwie sind wir heute hier im Live-Info-Video. Und zwar möchte ich da eigentlich mal so eine Art kleine Meinungsumfrage starten zu einer mehr oder weniger neuen Kategorie, die ich eventuell vorgehabt hatte, einzuführen. Live-Matches habe ich ja mehrfach schon auch in den Kommentaren erwähnt, möchte ich eigentlich nicht unbedingt machen, also zumindest in Form von Guides nicht, einfach aus der oder vor dem Hintergrund,
dass ich mich beim Spielen halt wirklich mal gerne aufs Spielen konzentriere, und wenn ich dann auch noch einen Guide zu machen soll, dann wird der doch relativ dürftig werden, weil ich dann nicht sehr viel sagen werde. Das heißt, für Guides wird es das wahrscheinlich doch erstmal nicht unbedingt geben. Vielleicht gibt es irgendwann mal so Fun-Matches, wo ich dann auch live kommentiere. Aber die Frage jetzt wäre erstmal, ob Interesse bestünde zum Beispiel an Live-Arams. Also einfach mal so lustige 20, 25 Minuten freie Schnauze drauf losgelabert, nicht unbedingt pre-made, kann auch einfach so komplett random in die Solo-Queue reingejoint sein und dann einfach mal mit irgendeinem beliebigen Champion so ein Aram runtergerissen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr da Interesse dran hättet oder nicht. Ihr dürft auch gerne schreiben, ihr habt kein Interesse, das ist auch nicht wirklich schlimm. Dann weiß ich zumindest, dass ich da nicht unnötig Arbeit einstecke oder so. Dementsprechend, da würde ich gerne mal so ein kleines Meinungsbild hier aufbauen. Und dann wird sich das eventuell, falls ihr Interesse habt, dann auch in den nächsten Wochen und Monaten dann vielleicht auch mehr oder weniger einbürgern. Vierte Aktion. Wieder fällt das Wort live, allerdings diesmal nicht mit V, sondern mit F. Und zwar geht es hier um die Aktion Extra Live. Auch da gibt es wieder eine Webseite zu. Auch die wird natürlich in der Videobeschreibung wieder verlinkt werden. Und zwar geht es dabei um eine, ja, mehr oder weniger soziale Aktion, also quasi so eine Art Charity-Aktion mit einem doch, wie ich finde, sehr, sehr guten sozialen Hintergedanken. Und zwar geht es darum, Kinderkrankenhäuser zu unterstützen. Ist zwar jetzt nicht unbedingt hier regional in Deutschland, sondern es ist eigentlich eine weltweite Aktion. Und zwar findet die statt am 2. November. Beginnt um 12 Uhr und ist dann gedacht als 25 Stunden Stream-Marathon, also nicht 24 Stunden, sondern 25, das heißt, es gibt nochmal eine Stunde gratis obendrauf. Auch hier, es wird nicht mein Livestream sein, auch dazu komme ich gleich später noch, sondern das wird ja, bei einer guten Bekannten von mir stattfinden, und da wird aber dann auch in ja, absehbarer Zeit dann auch noch mal vielleicht ein neues Infovideo dazu kommen, wenn ich auch noch ein paar mehr Informationen habe, was da jetzt stattfindet. Es wird natürlich auf jeden Fall auch um LOL gehen, auch um Zuschauerspiele. Das Ganze wird dann halt natürlich eben auch gestreamt als Charity-Aktion. Und wenn ihr also am 2. und 3. November dann Zeit habt, dann könnt ihr natürlich gerne auf dem Stream vorbeigucken, und je nachdem, was dann halt auch an Aktionen stand, wird natürlich auch an diesen teilnehmen. Es wird sicherlich in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel Zuschauergames geben, die natürlich dann für euch interessant sein dürften, und ansonsten sicherlich auch ein paar andere nette Sachen. Aber wie gesagt, auch dazu gibt es dann relativ zeitnah vor dem Event nochmal ein spezielles Informationsvideo. Dann haben wir eigentlich nur noch zwei kleinere Sachen, und zwar einmal diejenigen, die das jetzt direkt auf meiner Kanalseite sehen, dieses Video, also nicht speziell auf der Videoseite, sondern auf meinem Kanal-Screen quasi, die werden vielleicht bemerkt haben, dass sich oberhalb des Videos ein neuer Kanalbanner befindet. Das haben wir dem netten Almond Arts zu verdanken, der sich da an mich gewandt hat und mir vorgeschlagen hat, er könnte mir da sowas zaubern. Und das Ganze hat mir also wirklich so gut gefallen, dass ich das sofort live geschaltet habe. Ihr könnt euch natürlich auch gerne darüber auslassen, allerdings nur positiv, negative Kommentare werden sofort gelöscht, weil ich finde ihn schön. Und das ist auch erstmal die Hauptsache. Und dementsprechend, aber ich wollte das Ganze natürlich auf jeden Fall hier mal erwähnt haben. Er hat da, glaube ich, wirklich auch einiges an Arbeit reingesteckt. Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal, und wir werden uns dann sicherlich auch in naher Zukunft nochmal über eine gewisse, ja, Belohnung unterhalten, und gucken wir mal. Und dann, ja, letzter Punkt, ich habe es jetzt schon häufig genug erwähnt, nämlich Livestream. Und jetzt warten sicherlich alle darauf, dass Einsteinino sagt, hey, ab morgen gibt es den Einsteinino LP Livestream. Und ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich das sagen würde, aber ich kann es nicht sagen, weil die Telekom hat mich verarscht. Klingt jetzt ein bisschen hart, war wahrscheinlich auch mehr oder weniger ein beiderseitiges Missverständnis. Und zwar, als ich jetzt die, ja, neue Hardware quasi gekriegt habe, war ja im Endeffekt die, meiner Meinung nach, einzige Hürde zum Streamen überwunden, bis ich dann feststellen musste, dass die DSL-Verfügbarkeitsanzeige lügt. Die hat nämlich halt für meinen Wohnort eigentlich VDSL-Verfügbarkeit angezeigt, aber bei einem freundlichen Gespräch mit einem Telekom-Mitarbeiter stellte sich dann heraus, das ist dann doch leider nicht der Fall. Das heißt, ich kann zwar streamen, aber das kann man sich nicht länger als 10 Sekunden angucken. Deswegen gibt es wahrscheinlich in absehbarer Zukunft leider keinen Einstein-NLP, Twitch oder was auch immer Livestream. Zumindest in der Form, dass ich das Ganze so von mir aus broadcaste und ihr mich dann auch im Bild seht und was auch immer. Allerdings gibt es da natürlich noch gewisse Hintertürchen, die auch im Zusammenhang mit gewissen anderen Aktionen, Stichwort Live-Casting,
von ja, Professional Matches quasi stehen könnte. Da möchte ich jetzt noch nicht allzu weit die Tür aufmachen, da ist alles noch so ein bisschen in der Verhandlung, aber eventuell könnte sich da in naher Zukunft doch was ganz, ganz Nettes für euch und auch natürlich für mich ergeben. Dementsprechend wollte ich das schon mal so hier in den Raum stellen. Da könnten schon mal einzelne Gerüchte hier durch den Raum geworfen werden. Und bleibt auf jeden Fall ja, informiert. Ich denke, da werde ich auch mein Bestes geben, dass das der Fall bleibt, sowohl auf Facebook als auch auf YouTube. Und natürlich auch auf Twitter, da könnt ihr, wenn ihr Twitter habt, also Twitter ist noch ein bisschen unterlaufen, möchte ich sagen. Auch da findet ihr natürlich den Link unter der Videobeschreibung, nicht unter, sondern in der Videobeschreibung natürlich. Und ja, ich denke, jetzt habe ich hier lang genug erzählt, ganz, ganz viele Live-Aktionen, ich fasse nochmal kurz zusammen. Morgen, Schrägstrich heute, 19. Oktober, um genau zu sein, 20 Uhr, Showmatch Einsteininio LP Allstars, beziehungsweise wir haben uns genannt Team Swagstone United, gegen ein Team von einem anderen YouTuber, beginnt 20 Uhr, Link in der Beschreibung. Abo Shoutcast ab sofort mit Live-Commentary von meiner Spectator-Position. Dann hätte ich gerne Meinung von euch zum Thema Live-Arams in den Kommentaren. Dann gibt es die Aktion Extra Live am 2. November mit einem 25-Stunden-Livestream-Marathon. Da gibt es aber dann nochmal nähere Informationen zu, wenn es soweit ist. Neues Kanalbanner, nochmal vielen Dank an den netten Herrn Elm und Arts. Und ja, wie gesagt, Streaming, behaltet das mal im Hinterkopf. Da könnte eventuell bald was passieren. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen und hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin und bleibe ein Schnellen LP. Das ist und bleibt mein Kumpel Albert. Beim nächsten Video wird er wahrscheinlich wieder ein bisschen anders aussehen. Und ich würde sagen, genau, dann sehen und hören wir uns auch wieder, wenn es wieder heißt Let's Play League of Legends. Mein Name ist und bleibt immer noch ein Schnellen New. Und ich bin raus für heute. Macht's gut, Leute. Ciao und bis zum nächsten Mal. Oh, my God.